Heute mal wieder etwas von Behind the Scenes. Welche Hardware nutze ich? So ein Gorilla-Pod sollte jeder kennen. Kostet rund 50 Euro. Oder so ein starres Stativ, so ein Dreibein, welche zwischen 20 und 30 Euro kosten. Damit kann man seine Kamera oder das Licht, dazu noch bald ein anderes Video, variabel irgendwo aufstellen oder hinhängen. Und gerade auf Reisen nehmen sie nicht viel Platz weg. Ich habe jetzt eine neue Variante. Die sieht so aus. Das Stativ ist mit dabei. Eine Handyhalterung. Das ist der Kugelkopf. Und eine GoPro-Halterung. So, die Handyhalterung kann man mit der Schraube um jeden variablen Winkel hier erstmal einstellen. Und über eine Klemmvorrichtung kann man hier zum Beispiel das iPhone 10 bequem einspannen. Bei der ersten Montage muss der Kugelkopf erst eingesetzt werden. Dazu den Ring öffnen, durch den Kugelkopf stecken, reindrücken und wieder zuschrauben. Die Beine haben einen Klickmoment und rasten dann ein und sind absolut flexibel einzustellen in jede Richtung. Das Schöne ist, dieses irgendwo griffig und lässt sich viel besser irgendwo dran befestigen, wo es rutschig ist. Eine Libelle ist jedoch nicht dabei, so wie beim Gorilla-Kopf. Jedoch ist der Gorilla mir auch schon an einigen Stellen an den Gliedern kaputt gegangen. Und jedes der Beinchen kann man flexibel in jede der Richtungen bewegen, auch mehrfach. Dadurch kriegt er überall Stand und Halt. Natürlich lassen sich die Beine danach nie wieder in die komplett gerade Position bringen, aber einmal zusammengedrückt kann man damit gerne auch wieder vloggen. Hier zwei Beispielaufnahmen, wie man die Kamera wahllos irgendwo hinhängen kann. Hält extrem gut. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und das Tolle, dieses Stativ kostet nur die Hälfte von den teuren Stativen.